Big Fish Games. Blam Games. Ja, herzlich willkommen. Ich bin euer Lixiastra LP und ich spiele für euch Fierce Tales, das Hundeherz. Ich habe mir schon mal provisorisch einen neuen Account hier angelegt, habe das Spiel ganz neu runtergeladen, wird natürlich gekauft bei Big Fish Games. Und ja, ich leg einfach mal los. Schwierigkeitsgrad haben wir auf Mittel gestellt. Wir wollen gelegentlich mal eine Hilfe, falls wir sie brauchen, aber wir haben keine glitzernden Gegenstände. Und dann schauen wir mal das Video. Ja, wir sahen gerade, nein, natürlich möchte ich mir das Spiel nicht erklärt bekommen. Wir sahen gerade einen Mann, der durch den Schnee gegangen ist, mit einem Strauß Blumen in der Hand. Und, naja, plötzlich wurde er von Hunden verfolgt und er ist eine Klippe runtergestürzt. Was das Ganze jetzt nun zu bedeuten hat, wir werden es wohl jetzt zusammen herausfinden. Klicken wir mal auf den Hund. Hallo Pippa! Du bettelst aber drollig. Bist du hungrig? Sieht schon sehr hungrig aus, aber ich sollte Pippa füttern. Na, okay. Ein Diplom. Ich erinnere mich noch an den Tag, an dem ich mein Diplom erhielt. Es regnete. Ist das wirklich relevant? Diplom, Kinologie und fortgeschrittene Hundepsychologie. Dies bestätigt, dass Lixi die erforderlichen Kurse an der Internationalen Universität für Kynologie abgeschlossen hat und hiermit ein Anrecht auf den folgenden Titel hat. Doktor der Kynologie. Yay, wir sind Doktor und... Aha, wir sehen ein Datum. Es ist der 11. März 1886, als wir dieses Diplom überreicht bekommen haben. Dann schauen wir doch mal rum. Da steht Hundefutter. Ich benötige etwas, um es zu öffnen. Die Jagdsaison ist eröffnet. In Anbetracht der kürzlichen Stein- und Schlammrutsche raten wir allen Jägern, besonders vorsichtig zu sein. Setzen Sie sich nicht unnötigen Gefahren aus. Handeln Sie verantwortungsbewusst. An alle Einwohner, seien Sie gewarnt, dass wir Meldungen von Angriffen riesiger, hundeartiger Kreaturen in der Gegend erhalten haben. Eine Meldung gibt an, dass ein Kind gebissen wurde. Die Tiere greifen auch Haustiere an und verschleppen sie. Seien Sie vorsichtig und behalten Sie Ihre Kinder und Haustiere im Blick. Das klingt sehr interessant. Oh, wir haben eine Notiz bekommen. Scheinbar. Das ist schlechte Nachricht. Ich studiere seit Jahren das Verhalten von Tieren. Aber ich verstehe nicht, warum die Hunde plötzlich so aggressiv wurden. Man kann nicht einmal mehr das Haus verlassen. Und der arme Mann, der an seiner Hochzeitstag getötet wurde... Sag mal, haben diese Grimtales-Spieler irgendwie immer alles mit Hochzeitstagen? Ja. Irgendwie stirbt immer jemand an einem Hochzeitstag. Das ist mysteriös. Es muss einen Grund für all diese Vorfälle geben. Ich muss vorsichtig sein, aber ich muss die Ursache für alles, für all dies finden. Okay. Ja, Pippa scheint immer noch Hunger zu haben. Schauen wir doch mal, ob wir da irgendwas finden. Ach, nee, damit kommen wir wieder zurück. Eine tote Fliege. Aha, das Schloss auch noch. Die Kinder vertragen sich. Wie ungewöhnlich. Hübscher Schneemann, aber sein Hutgeschmack ist seltsam. Er hat einen Eimer auf dem Kopf. Ah, da haben wir unser erstes Wimmelbild. Ein Dosenöffner, Knochen und Münzen. Ja, wir suchen drei Knochen oder suchen wir nur einen Knochen? Hier haben wir einen Knochen. Na, wir suchen tatsächlich drei Knochen. Eine Feldflasche, Blumen, Nussknacker. Ich sehe den Nussknacker, ich sehe eine Feldflasche.
Ein Armband. Was dürfte das Armband sein? Nagel. Ein Nagel. Hier, da ist ein Messer drin. Mit dem Messer können wir etwas machen. Ich lasse das Messer mal liegen. Da ist noch ein Knochen. Ich weiß nicht so genau, was wir mit diesem Messer machen sollen. Den Zug freischneiden wahrscheinlich. Was soll das darstellen? Keine Ahnung. Sieht aus wie ein Sprungseil. Mit dem Messer kann ich hier wahrscheinlich den Sack aufschneiden. Genau, was ist da drin? Das war eine Münze, war da drin. Okay. Zitronen, Kompass, W und Pfotenabdruck. Den Pfotenabdruck habe ich gesehen, der war hier. Ein Herz? Ne, suchen wir gar nicht. Kompass. W, einen Zug. Wo könnten wir... da oben war das ein W. Hier kann ich etwas benutzen. Ja, ich kann was sauber machen. Da ist der Zug. Auf die Wand gemalt. Interessant. Nagel. Das ist ein Nagel, genau. Dosenöffner. Wo ist der Dosen? Da war... Aha. Kompass. Zwei Münzen, Dosenöffner und Blumen. Blumen. Wo sind... Steht da? Sollen das Blumen sein? Nein. Okay, was war das? Total strange. Keine Ahnung, was das gerade war. Super, der Dosenöffner liegt hier genau nebendran und ich habe ihn da nicht gesehen. Da ist noch eine Münze. Fehlt noch eine Münze und Blumen. Blumen. Wahrscheinlich so einfach und ich finde es trotzdem nicht. Ich sehe hier Handschuhe. Handschuhe noch und nöcher, aber da liegt die letzte Münze. Aber wo sind die Blumen? Da, in dem Bild. Okay. Ich habe die Blumen gefunden. Und wir bekommen den Dosenöffner. Damit können wir jetzt das Schabby von unserem guten, von unserer guten Pippa aufmachen. Wir können ihn füttern. Ist es ein männlicher oder ein weiblicher? Ist es ein Rüde? Ich weiß es nicht. Ja, wir haben Hundefutter gefunden. Hallo Pippa. Na, es gibt irgendwie nicht darüber Ausschuss. Aber er ist so putzig. Ja, dann füttern wir Pippa mal. Ei, sieht das lecker aus. Oh, und er putzt es direkt weg. Und jetzt will er scheinbar raus. Kann ich ja irgendwas machen? Okay. Ich denke, dann sollten wir wohl Pippa mal hinterher. Auf nach draußen. Dein Video. Gott, was sind das für Terrorbestien? Die haben unseren Hund mitgenommen. Pippa, nein! Die haben unseren kleinen Pippa einfach mitgenommen. Wahrscheinlich töten sie ihn gerade oder so. Das, oh Gott. Es waren so viele. Sie sahen wie Hunde aus, aber waren riesig. Mit bösen Augen, großen Eckzähnen. Sie nahmen Pippa und verschleppten sie. Bist du sicher, dass sie sie nur verschleppt haben? Das sah irgendwie brutaler aus. Ich habe Angst um sie. Bitte hol sie zurück. Okay, wir wissen jetzt, dass Pippa ein weiblicher Hund ist. Ja. Dann will ich gar nicht wissen, was die Hunde damit anstellen. Ja, natürlich werden wir das versuchen. Was haben wir hier? Wir haben ein... Ich kann es nicht fassen. Gerade eben stand Pippa noch hier. Ein kleines Medaillon. Und da ist Pippa drin. Okay. Wir müssen wohl jetzt Pippa suchen. In dem Schnee. Ich muss den Schnee entfernen. Wie entferne ich den Schnee? Erstmal gerade... hier hätten wir eine Karte, wahrscheinlich Gartenhaus. Hier können wir wahrscheinlich Bereiche dann überspringen, genau. Im Menü! Im Menü können wir das Spiel, Optionen, Schwierigkeitsgrad, Hilfe, fortfahren, beenden.
Ja, an der Stelle mache ich mal den ersten Cut und wir sehen uns später wieder. Tschüssi! Ja, da sind wir wieder. Ich habe mal nur einen ganz kurzen Break gemacht hier an der Stelle. Wollte einfach mal schauen, wie groß die Dateien sind, da ich noch nicht so viele Let's Plays hochgeladen habe, beziehungsweise mein Rechner leider auch nicht mehr die Speicherkapazität für noch viele Let's Plays bieten wird im Moment. Von daher muss ich aufpassen, wie viele ich jetzt hier noch aufnehmen kann und beziehungsweise wie viel ich dann nachher verarbeiten kann. So, ich spiele jetzt einfach mal weiter und wir schauen mal hier, was weiter geht. Gut, Schuss. Haha. Hochzeitstag, Tragödie, da steht's. Schon traurige Nachrichten. Ja, das sind echt traurige Nachrichten. Ja, das mit der Jagdsaison, das hatten wir hier schon. Da war das Diplom. Gehen wir mal nach draußen. Kinder sind immer noch am Weinen. Wir hören auch nicht auf, die Heulsusen. Ja, unser Hund ist weg. Ja, der Schnee ist zu tief. Ich brauche eine... Ja, okay. Ich hole sie jetzt zurück. Aber dafür brauche ich erstmal eine Schaufel. Wo könnten wir hier eine Schaufel... Da. Ja, wir nehmen einfach einen Besen. Genau, eine Schaufel wäre ja unrealistisch. Nein, wir holen den Besen und kehren den Schnee weg. Alter, so ein Zauberbesen hätte ich auch... Natürlich, der Besen verschwindet auch. Astrein. Ja, jetzt sind wir hier in dem Schuppen. Was haben wir hier? Und wieder ein Wimmelbild, das zweite. Bin mal gespannt. Fackel, Schraubenschlüssel, Schlüssel. Fackel, Schraubenschlüssel, Schlüssel. Da haben wir den Schlüssel. Da haben wir eine Schaufel. Brauchen wir eine Schaufel? Nein, nein, eine Schaufel brauchen wir natürlich nicht. Nägel, Heckenschere, Hufeisen. Die Heckenschere habe ich doch eben... Ja, die steht da unten. Genau, ein Hufeisen. Zapfhahn, Feder, Buch. Wahrscheinlich hier in dem Koffer. Nein, in dem Koffer nicht. Waage, Laterne, Taschenuhr. Das sind alles die Dinge, die wir suchen müssen. Das ist Hufeisen. Die Fackel steht hier. Schraubenschlüssel, Nägel. Da oben sind die Nägel. Eine Taschenuhr. Wie sieht denn hier die Taschenuhr aus? Der Schraubenschlüssel. Mit dieses Einfrieren des Zeigers, des Cursors, das verstehe ich irgendwie nicht, keine Ahnung. Das gehört wohl irgendwie zum Spiel dazu, aber ich kann hier den Koffer gar nicht aufmachen. Wir haben die Feder. Das war's dann aber auch in dem Koffer. Haben wir den Koffer? Nein. Ich glaube, wenn ich zu oft auf irgendwas draufklicke, friert der Cursor ein. Auch mal ganz interessant. Seht ihr mal, wie schnell ich irgendwas anklicke? Oder wie oft ich irgendwas Falsches anklicke? Einen Zapfhahn. Den werde ich ja wohl noch finden hier. Das soll ein Zapfhahn gewesen sein? Okay. Das können wir nicht aufmachen. Hier muss ja irgendwo auch was sein. Uhr. Ist wieder der Cursor eingefroren. Taschenuhr, Laterne, Waage. Da unten ist die Laterne. So, jetzt die Waage. Waage steht hier, genau. So, Taschenuhr. Ich versteife mich immer zu sehr auf einen Gegenstand. Das sollte ich vielleicht nicht tun. Taschenuhr, Taschenuhr. Wo ist diese Taschenuhr? Taschenuhr. Vielleicht irgendwo noch drin, habe ich irgendwas gesehen hier. Das war die Taschenuhr, das kleine
Okay, wir bekommen eine Fackel. Toll, was können wir hier noch? Da ist ein... Oh! Entferne das Netz, um einen nützlichen Gegenstand zu finden. Klicke die großen Knoten an und ziehe sie von der Mitte weg, sodass die einzelnen Fäden sich nicht überkreuzen. Aha. Okay. Also die, ich nehme an, sie müssen alle grün werden. Oder müssen die grünen rot werden? Nein, sie müssen grün werden, so. Dahin. Das gehört dann dahin. Das kommt dann hierhin. Das geht zur Folge dann hier. Wer war noch? Der Knoten ist fest. Können wir denn das dahin? Ey, dann damit überkreuzen wir es auch. Oder sollten wir einfach hier nur die Mitte frei bekommen? Reicht das schon aus? Was haben wir hier noch? Da ist es noch überkreuzt und hier. Und dann haben wir das Rätsel gelöst. Wir haben Schneeschuhe gefunden, okay. Streichhölzer könnten wir gebrauchen, für die Fackel anzuzünden. Ja. Ich muss den Griff finden. Okay. Brauchen den Griff. Da kommen wir jetzt momentan wohl nicht weiter. Und ich glaube, das war's hier. So, dann mache ich an der Stelle jetzt aber wirklich mal einen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao!